Runde. Wieder eine Storm Map. Und die Zusammenstellung ist die folgende: eine Victory, eine Surprise, eine Cerberus auf der Gegenseite. Und in unserem Team sind zwei Trinko, meine Surprise, eine Cerberus und eine Navy Brick. Und die Gegner sind. Warte mal, da links irgendwo, ja. So, erste Aufgabe, die Flotte zusammenziehen und irgendwie sortiert bekommen. Mal schauen, wer hier die Führung übernehmen möchte. So, einfach mal in den Schatten rein. Vielleicht hat's ja was gebracht. Und dann dem Rest der Flotte hinterher und aufschließen. Sind unsere beiden Trinkmale direkt voraus. So, kurz mal versucht, hier eine Taktik vorzuschlagen, die wir angehen, die ja auch gegen uns in der letzten Runde gut funktioniert hat. Weil die Victory hier jetzt tatsächlich mit viel Schmackes hierher kommt. So.
Das ist gut. Das was gebracht? Kaum. Ausweichen, damit wir uns hier nicht gegenseitig Schaden zufügen. Was von 90 hört sich eigentlich gut an gerade. Karo einschießen. Skipper. Und drehen. Vollgas, um Karo Breitseiten geben zu können. Linke Halse, Kurs 60. Weiter wegrennen vor der Wick. Das ist ein wichtiger Punkt, der uns am Leben hält. Runter und jetzt geht's wieder hoch. So, 4 Kanonenkugeln in die Richtung. Und drehen. Battle Sails. Karo fährt a surprise.
So. Jetzt weiterhin der Versuch, vor der Victory wegzurennen. Und ihr dabei Schaden auf die Segel zu setzen. Oh, da kam gerade eine Breitseite von der Seite. Das hört sich doch gut an. Weg hier. Ich hoffe, oh, ich höre da schon das Pfeifen. Das ist nicht gut, weil da kommt jetzt eine Breitseite von. Ach, dann. Ja, nochmal Glück gehabt. So. Der Welle wird gefeuert. Kein D-Mast, aber doch mal Prozent in die Segel gesetzt. Und weiter auf diesem Kurs. Ich muss einfach per Geschwindigkeit hier wegkommen von dieser Victory. Da ist aber auch schon der Rand der Arena. Was grundsätzlich kein gutes Zeichen ist. Da kommt gleich richtig viel gemeiner Damage auf mich zu. Muss ich jetzt ganz schnell das hat nichts gebracht leider oh da wird schon gezielt. Da kommt er der eigene in die Quere. Das, was ich jetzt nutzen muss, um in Deckung zu bleiben. Dieser Kurs wird weiter verfolgt. Das ist ein Kurs, mit dem ich Entfernung machen kann. Ist mir eine Welle zur Rettung gekommen. Und da ging eine
Gesamte Breitseite sehr erfolgreich in die Bordwand von Karo. Wo ist die? Da ist noch ein bisschen Platz hin. Wieder vier Kanonen in diese Richtung. So, Karo lässt sich aber leider nicht von der Victory wegpullen. Die Victory steht noch sehr gut da. Aber ich kann ja mal versuchen, hier ein wenig gegen den Wind hochzufahren. Um dann aus einer besseren Position angreifen zu können. Wo sind unsere weiteren Schiffe? Da ist Corvus. Da ist Karo. Und da ganz hinten ist vermutlich... Da ist einiges los. So, wenn ich jetzt aber... durch den Wind gehe... muss ich viel zu weit abfallen, um tatsächlich noch würde Gefahr laufen, in die feindliche Wick reinzurennen. Ich will eigentlich dahin. Das ist mehr als 90 Grad. Das könnte fast reichen. Gut, dann... Ich kann hier noch ein bisschen... Der Wind dreht auch noch in die Richtung. Das ist ja recht optimal. Jetzt durch den Wind durch. Das ist nicht ganz so optimal, dass der Wind in die Richtung dreht, weil wenn ich jetzt... Ach, egal. Einfach hin und machen. Auf Zeit spielen bringt in der Arena sowieso nicht viel. So, noch habe ich Vorwärtsgeschwindigkeit. Die lässt jetzt langsam nach. Drehen wir jetzt noch den Fockmast rückwärts, damit der Bug des Schiffes vom Wind rüber gedrückt wird. Und jetzt habe ich die optimale Winkel, den optimalen Winkel, um hart am Wind in diese Richtung zu fahren. Unsere Cerberus wird da aufgebracht. Langsam aber sicher. Muss weiter abfallen, um Geschwindigkeit zu machen. Und wieder in den Kampf zu kommen. Das dauert jetzt natürlich etwas, bis ich wieder im Kampfgeschehen bin, aber ich kann eigentlich den Kurs 135 oder 100,
Was ist es? 150 wird das hier ungefähr sein. Fahren. Die Victory hat kaum Schaden. Karo ist schon ziemlich gut bedient. Und die Cerberus. Wobei Red Falcon da gerade schon sehr leidet. Da hat mich wieder eine Welle gerettet. Ich hoffe immer noch auf die Chance, den Mast zu nehmen. Corvus, Karo. Oh, Karo wäre der bessere Kandidat gewesen. Diese Richtung. Und wieder Gas geben. Red Falcon ist auch weg. Ich hoffe nur, dass unser Kollege in der Trink jetzt richtig Damage gesetzt. Und weiter drehen. Gut.
zu viel davon ins Wasser, leider. Nicht sehr erfolgreich. Und der Kollege fährt wieder zurück zu seiner Victory. Vollgas und weg hier. Na, Hombretau wurde aufgebracht. Das ist nicht gut. Da ist Caro noch ziemlich gut dabei gegen Corvus, vermute ich mal. So, das hat mich jetzt auch ein bisschen Segelfläche gekostet, leider. Aber das ist jetzt der neue Kurs. So, diese Richtung. Kurz wieder Wasser pumpen. Ruhe, ein Armor Repair einsetzen. Corvus sieht noch ganz gut aus. Caro hat schon ziemlich gelitten. Schau, dass ich hier weiter diese Richtung komme. Das war wieder ein bisschen Segelfläche. Aber nichts Weltbewegendes. Da hinten. Was ist das da hinten? Ah, das ist die Cerberus, die feindliche. Und Corvus wird wieder in Richtung der Wick gezogen von Caro. Hat sich jetzt auch ein bisschen hochrepariert wieder.
Die Hälfte der Zeit ist abgelaufen. Die Idee ist jetzt immer noch. Ah, da kommt viel Damage in die Segel leider. Ich heb mir aber die Repair Kits noch auf, bis ich sie brauche für einen Mast. Segelschaden alleine ist nicht so kritisch. Ein verlorener Mast ist ein Albtraum. Kraus lebt noch, ich sehe ihn noch nicht mehr. Da ist er, glaube ich. Ja. So, ich drehe hier weiter. Och, come on. Wieder den Fogmast in den Rückwärtsgang schalten. Um den Bug umzuschieben. Und jetzt den Vorwärtsgang rein. Corvus ist ziemlich eingedeckt. Und ich war einfach viel zu weit weg vom Geschehen die ganze Zeit. Was zwar dazu führt, dass ich am längsten lebe, aber Chance hier tatsächlich noch Damage zu setzen ist minimal gerade. Zu langsam. So, dieser Kurs mindestens. Und gib ihm. Das ist ziemlich ernüchternd, dass alle drei bei denen noch leben, bei uns schon drei raus sind. Und jetzt fahre ich in die Breitseite einer Victory gezielt hinein. Das ist eine blöde Idee. Jetzt aber unbedingt im Heck dieser Victory bleiben.
Und jetzt genau an dieser Stelle weiter segeln. Habe ich Deckung vor der Victory. Durch die Cerberus. Aber nicht lange. Survival machen und wieder ein Armor Repair ziehen, damit mir der Kahn nicht voll läuft und ich hier gar nicht mehr manövrieren kann. Drehen und eine Breitseite in Karo setzen. Und wichtig ist an dieser Stelle nicht aufhören zu drehen, bis ich Breitseite an dem stehe. Die andere Breitseite jetzt noch. Den Kollegen muss ich mir jetzt aber holen. Und da kommt gleich der Match von der Richtung. Aus der Welle wieder auftauchen. Dann kann ich da eine Breitseite reinsetzen. Na komm, dreh, dreh, dreh. So. Das war eine schöne Breitseite. Müssen die Jungs nur wieder pumpen, pumpen, pumpen.
Und da. Ach, Wasser. Alles im Wasser. Der Autoskipper. Die Jungs sollen nachladen. Das Nachladen kann ich vernachlässigen jetzt gerade. Ich muss dringend drehen. Oh, mit dem kaputten Ruder ist das echt nervig. Ein blöder Mist, jetzt kriege ich nicht mal Karo versenkt. Wahl habe ich nicht, einfach geradeaus und gib ihm. Ruder ist eh kaputt, also konzentrieren wir uns auf dieses Schiffchen. Wieso ist er schneller als ich? Das ist mir gerade ein wenig... Ach, wegen weniger Wassereinbruch. Das ist durchaus ein guter Grund, schneller als ich zu sein. Und da kommen schon zwei große Schiffe, die mich gleich bespaßen wollen. Na, da wird auch der Gegner noch getroffen von den eigenen. Und das wird nichts mehr. Ich werde immer langsamer und immer voller. Und die Kanonen kann ich noch, das war's.